So, also, ich habe die Mission jetzt mal angenommen. Und wir bewegen uns da mal hin. Na ah, je, das geht schon gut los. Hubala. Ich werde es jetzt so machen, dass ich ab jetzt auf YouTube diese Streams nicht mehr direkt als komplette Streams hochladen werde, sondern geschnitten als normales Let's Play, so circa 30 Stunden Videos. Ich denke, das ist angenehmer zu gucken, auf jeden Fall. Und ja, wer halt am Ende viel oder mehr sehen möchte, kann ja dann direkt auch direkt mehr, oh, ach du je, direkt mehrere Videos nacheinander schauen. So, ein Heli geht mir auf die, super, auf den Keks. Deshalb, blöpp, sind wir quitt. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt laufen muss und er nicht mehr. Ach, das ist diese, okay, diese Checkpoint Charlie da. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da lang. Ach, ich freue mich schon auf Reddit. Aber es dauert noch ein bisschen, wir haben Ob April erst und im Oktober soll es kommen, wenn es nicht nochmal verschoben wird. Was ich ja mal nicht hoffe. So, jetzt mal hier runter sinken. So, mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Erstmal ein Wolf. Und der. Was ist denn hier los? Hier ist noch ein Wolf. Oh je. Oh, da läuft von mir davon. Ach, das ist nett. Schlauer Wolf weiß nicht oder weiß, dass er keine Chance hat. Und lässt es gleich. Uah! Das wäre beinahe schief gegangen. Was hat sie hier markiert? Ein Fahrzeug wäre echt gut gewesen, aber was mussten sie haben hier unbedingt kaputt schießen? Dann gehen wir halt spazieren. Schön durch den Wald. Du kannst den Zecken dann im Körper hängen. So, hier unten ist gleich die Kreuzung und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir dem Kunde helfen, dem Typen da, den Wahlkampf zu gewinnen, indem wir die Peggys töten. Sichere die Kreuzung. Okay. Hier waren wir da erst. Da habe ich die schon alle umgeschossen. Oh nein, Helikopter. Ich hoffe, das sieht mich jetzt nicht. Oder was ist das, ein Helikopter? Man weiß es nicht genau. So gut, der am Haus sitzt dort oben.
Im Großen und Ganzen, ich denke, jetzt hier groß irgendwas mit heimlich still und leise wird, wo denke ich eher nichts werden. Oder? Upala! Nee, also heimlich still und leise hat sich dann schon mal erledigt mit dieser gekonnten Explosion. Na komm. Geht aber schlecht. Jetzt kommt der Helikopter und jetzt sehen sie mich sowieso. Ja. Fucking Heli. Ich komme mal hier runtergerutscht. So, hoppala. Da hinten. Sind hier noch welche? Sichere die Kreuzung. Komm ich ein bisschen rüber? Nein! Schade. Na, wo läufst du denn hin? Hm? Was ist denn da oben? Bleib doch, boah, bleib doch mal stehen. Bleib stehen. Weil im Rennen kannst du. Im Rennen kann man das echt vergessen mit dem. Ja, das war doch mal gar nicht so schlecht. Jetzt schießen die von allen Seiten. So, den müsste ich erwischt haben. Was schießt denn jetzt hier noch alles? Wo ist denn? Ich sehe überhaupt niemanden. Boah! What? Mit dem Raketenwerfer? Ist das dein Ernst? So, wo ist. Wo bist du? So, ist hier noch irgendwo jemand? Sichere die Kreuzung. Muss ich hier was aktivieren? Nein, eigentlich nur alles wegschießen, was da ist. Ja, genau. Aber laut Radar. Hier oben hinten ist noch irgendwo jemand. Ach so, das Auto. Okay. Na, bleib doch oben. Kann ich dich besser abschießen. Okay, so geht's auch. Sichere die nächste Kreuzung. So, aber jetzt haben wir wenigstens ein Auto. Sehr angenehm. Oh, was ist denn hier los? Das ist ja immer gleich solche Massen kommen. So, jetzt ist aber unser Feierabend hier. Ach, das war's? Ach, das war's. Ich dachte, ich muss jetzt zur nächsten Kreuzung fahren. Und okay, die Kreuzung kam zu mir. Wir haben Nancy. Deputy, ich kann dir eins sagen. Einige von den Whitetails, naja, einige von denen waren sich nicht so sicher, ob wir dich an Bord holen sollten. Aber jetzt schon. Nicht, weil ich was gesagt habe, sondern wegen dem, was du getan hast. Taten sprechen lauter als Worte.
Die Leute kommen von überall, um sich uns anzuschließen. Du gibst ihnen neue Hoffnung. Darauf mussten sie lange warten, Deputy. Sehr lange. Gut. Aber das Fahrzeug raucht mir zu sehr, das möchte ich nicht nehmen. So, kurz Waffen tauschen, damit ich auf Dreieck dann wieder direkt zwischen meinen zwei favorisierten Waffen wechseln kann. Das ist Fangzentrum. Wir reisen direkt mal schnell hin. Bisschen Zeit sparen. Obwohl wir ja eigentlich genug Zeit haben, aber naja, wenn sich's anbietet, ne? So, da sind wir ja relativ weit, sogar schon im dritten Gebiet. Also im dritten Abschnitt quasi des Spiels. Mal sehen, wie weit wir jetzt noch hochkommen. Aber das sieht das so erstmal gar nicht so schlecht aus. Gut, ich denke, genug gelesen. So, der Safe ist schon offen. Fangsender. Oh, da hat was. Moment. Rede mit mir. Die Sekte hier nicht mehr ihre Wölfe abrichten kann. Die haben die Wölfe sogar runter zum alten Sägewerk geschickt, um die Gefangenen in Schach zu halten. Wir hatten einen Bären, der Cheeseburger hieß. Er war eine kleine Berühmtheit. Er hatte eine Schwäche für Chads Imbiss. Aber er hat Diabetes bekommen und wir mussten ihn auf eine Lachsdiät setzen. Jedenfalls wollte die Sekte ihn mitnehmen, also habe ich ihn freigelassen. Angeblich richtet er ganz schön Chaos an. Jemand sollte nach ihm suchen und gucken, ob es ihm gut geht. Aber nimm auf jeden Fall ein paar Lachse aus dem Teich mit. Wenn du Cheeseburger mit dem Lachs fütterst, wird er zutraulicher. Machen wir doch direkt mal. Interessiert mich diese Mission. Es gibt ja jetzt zum Teil sehr skurrile Missionen. Die Wolf's Den ist ein ziemlich krasses Ding, nicht wahr? So, das scheint mir jetzt ob irgendwie so quer einzugehen. Mal sehen. Und damit im Auto hier weit kommen. Munition könnte ich noch mitnehmen. Stopp. Wo ich gerade sehe. Ui. Oh, Dreieck. Munition bestätigen. So, darüber. Ja. Ach, hey. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass wenigstens mal so ein... Wow. Ein Tier mit Geweih vors Auto rennt, aber... Seit ich diese Mission habe... Passiert das nicht mehr. Warum wohl? So, erreiche die Angestellte. Moment, hier haben wir noch ein Schätzelein. Das könnten wir mal noch fix machen. Lesen. Oberlicht offen. Moment, wir machen das kurz. 100 Meter.
Ach so, das ist nur ein Hinweis gewesen zu einem. Schatz. Finde einen Weg in den Hangar. Der Hangar ist 90 Meter entfernt. Dann machen wir doch die Angelstelle erstmal. Muss ich die Mission noch schnell aktivieren? Story-Mission. Und zwar, bevor er das Recht, Waffen zu tragen. Moment, das. Der Cheeseburger, genau. Folgen. Erreiche die Angelstelle. Die war doch hier irgendwo drüben. Wird wohl hier sein. Frisch gefangener Lachs. Okay, wir fangen einen Lachs. Oh. Da. Hopp. So, wie war das jetzt mit dem Angeln? Na komm, ja. Ja, ich bin stärker, ich bin stärker. Hopp. Da ist er. Direkt beim ersten Mal, sehr gut. Linero-Baubedarf 700 Meter. Ich denke, wir nehmen wieder unser Auto. Überfahren fix noch ein Tier mit Geweih. Und schauen uns dann mal den Bären an, den ich füttern darf. Wenn er sich füttern lässt. Ich könnte mir eventuell mal einen Wegpunkt setzen. Mir ist das immer lieber. Ich habe sonst den Eindruck, ich fahre mit der Kirche ins Dorf. Da ist der Wegpunkt. So, die Typen haben uns nicht gesehen, also werden wir uns erstmal in Ruhe gelassen. Bis die nächsten Typen. Ja, die sind hier, die nächsten Typen. Ich hoffe echt, das beruhigt sich ein bisschen, wenn wir hier weiterkommen im Spiel. Was ist hier oben los? Finde Cheeseburger. Diese Helikopter hier oben, ey. Oh. Okay. Wir sind hier nicht willkommen. Wer hätte das gedacht? Haben die den eingesperrt, den Cheeseburger? Nee. Oder? Finde Cheeseburger 50 Meter, also ist schon irgendwo hier vorne. Sind das schon alle dort? Schön wär's. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich würde gerne auf den Turm hier drüben hoch wollen, aber ich denke, da komme ich nicht. Ich höre was, ich höre was, ich höre was. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch, ohne gesehen zu werden. Ich höre doch hier ganz laut ein Tier. Aber wo? Ach, hier liegt er doch. Hier liegt doch der Bär. Uiuiui. Lass dir es schmecken. Oh, cool.
Wenn es nur wirklich so einfach wäre, sich einen Bär zu zähmen. Du. Wollen den fangen. Oh, was wurde daneben geschossen? Oh. Hui, hui, hui. Ah, warte, nicht den Bären abschießen. Ja, friss den. Hey. Jawohl. Läuft doch. Ach, diese Schrotflinten. Oh, nein! Was? Boah, diese Schrotflinten. In jedem Spiel sind diese Schrotflinten so assi. Oh, naja, lief super. Tja, was soll das? Aber bis dahin lief es eigentlich ganz gut. So. Mach diese scheiß Schilder. Oh, schön in den Arsch geschossen. Wo, 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 wo? Ach, hier. Hier etwas Munition hätte ich noch. Boah, hätte ich ja noch gehabt. Hauptsache, der mit der Schrotflinte kommt jetzt wieder um die Ecke. Boah, ja. Nein, das ist der mit der Schrotflinte. Heilen! Mach, 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 mach! Boah. Boah, diese dicken! Fall um! Boah, geschafft! Jawohl! Verdammt! Hab gehört, dass du Cheeseburger gefunden hast! Solange er bei dir ist, weiß ich, dass es ihm gut geht! Denk nur bitte daran, ihn nicht mit Cheeseburger zu füttern! Weil er Diabetes hat! Bär mit Diabetes. Wurde nun schon wieder geschossen hier. Das menschliche Leben ist faszinierend. Sobald man erst einmal damit angefangen hat, darin herumzustochen. So. Läuft irgendwo. Ach. Was ist denn hier los? Ach. Miezekatze. Das siehst du. Wo bin ich denn jetzt hier benebt? Welt. Was passiert jetzt? Was ist denn jetzt schon wieder los? Was? Blub, umgefallen. Ja, Ast rein. Oh je, wo komme ich denn jetzt hin?
hast du sicher Hunger. Ja. Wusstest du, dass es 10 Tage dauert, bis die Zivilisation kollabiert? Ja. Wenn die Grundbedürfnisse des Menschen nicht befriedigt werden, übernehmen die primitiven Instinkte nach nur 10 Tagen. Ja, das ist nicht leicht zu verstehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich war im Irak während des ersten Golfkriegs. Etisette Airborne, gute Amerikaner. Hurra! Eines Nachts gab es einen Angriff. Ich und dieser Typ namens Miller wurden von der Einheit getrennt. Ohne Funk. Ohne Nahrung. Die nächste Basis, 200 Klicks südlich. Also gingen wir einfach los. Tja. Bald war klar, dass wir uns verlaufen hatten. Tag 6. Das Wasser ging aus. Du weißt, wie das ist, oder? Es wird schwierig zu schlucken. Am 7. Tag fing Millers Beine an, wackelig zu werden. Wusstest du, dass dein Gehirn Muskeln abbaut, um zu überleben? Deshalb bist du so verdammt abgemagert. Am 8. Tag näherten sich dann die Wölfe. Und ich sah Milan und wusste, dass wir so gut wie tot waren. Und ich akzeptierte es. Mit dieser Akzeptanz kam die Klarheit. Verstehst du? Ich sah nicht länger den Menschen, Miller. Ich sah nur noch eine Chance zu überleben. Nicht, dass ich das tun wollte. Sondern ich musste es tun. Das war meine Prüfung. Und weißt du, Millers Opfer brachte mich nicht nur aus dieser Wüste heraus. Es führte mich direkt hierher. Die Schwachen haben einen Zweck. Das verstehst du schon noch früh genug. Hey, und der ja. Ich muss gar nicht hoch. Jetzt komme ich schon das dritte Mal. Aha. Gut gemacht. Ja, opfere die Schwachen. Trainieren, jagen, töten, Opfer bringen! Ja, hier durchgetreten. Hoppala! Wo? Du bist keine Heldin! Boah! Und jetzt? Boah, dieser Stress! Nein, nicht tief! Mach! Was ist? Perfekt! Astrein!
Dieser Stress auf Zeit. Jacob Seed. Ja, da wird wohl bald dran sein. Ich werde dich hier rausholen, okay? Und dann verschwinden wir von hier, okay? Only you. Only you. Hey, und ich? Was ist mit mir? Du bist nicht stark genug. Du musst hier sofort raus, bevor es wieder anfängt. Folge mir. Das ist aber nett. Er weiß, dass du bereit bist, es zu tun. Sieh her. Prüfungen. Hier. Er hat das alles geplant. Und du bist dabei. Es wird zur zweiten Natur. Routine. Er ist in deinem Kopf. Und du merkst es nicht mehr. Du kannst nie mehr zurück. Verstehst du? Du kannst nie mehr zurück. Komm schon. Truck. Der Truck muss da sein. Muss auf den Truck. Es ist fast soweit. Ich habe die Route studiert. Sie ist der einzige Weg raus. Das wird schon, wenn du nicht. Oh nein, 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 noch nicht. Noch nicht. Fuck. Fuck.